Ja, grüß euch, ich bin Empacher Georg, bin seit 3 Jahren da in der Kraftwerksgruppe mit der Binzgau und bin als Kraftwerkstechniker tätig. Der gelernte Elektriker sorgt hier im Kraftwerk Diesbach für einen reibungslosen Ablauf. Als Kraftwerkstechniker sind wir zuständig, dass die Anlagen instand gehalten werden und dass einfach die Verfügbarkeit von den Anlagen so hoch wie möglich ist. In der Früh schauen wir einmal auf der Warte, ob keine Auffälligkeiten über die Nacht auftreten sind und wenn irgendwo Störungen oder irgendwas nicht passt, dann müssen wir das beheben, dass das wieder funktioniert. Auf den vielen verschiedenen Monitoren in der Warte hat Georg nicht nur das Kraftwerk Diesbach, sondern alle Kraftwerke in der Kraftwerksgruppe im Überblick. Man hat die ganzen Betriebsdaten von den ganzen Maschinen, alle Temperaturen, alle Zuflüsse, die ganzen Drücke von der Rohrleitung und so ist alles auf dieser Anlage. Der Bereitschaftsdienst, der was über die Nacht zuständig ist für die Anlagen, mit dem wird in der Früh Kontaktaufnahme und ob in der Nacht irgendwas auftreten ist, was man unter dem Tag reparieren muss. Nach dem morgendlichen Check geht Georg Embacher seinen täglichen und wöchentlichen Aufgaben nach. Dazu gehört natürlich auch ein Rundgang und viele Kontrollen. Ja, es gibt einfach behördliche Auflagen, was man machen muss und Überprüfungen von die Auslösungen, von den Maschinenauslösungen und tägliche Arbeiten sind, dass man halt immer schaut, dass zum Beispiel nur Kühlwasser im System ist. Der Job als Kraftwerkstechniker taugt mir sehr gut, weil es einfach sehr abwechslungsreich ist und weil man immer wieder neue Sachen sieht und auch auf Anlagen tätig ist, was nicht alltäglich sind eigentlich. Wenn Sie Interesse an einem Job als Kraftwerkstechniker haben, bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at/karriere.